Moin und willkommen zu von Tim Winz. Nicht immer braucht man einen riesigen, monströsen Jagdrucksack, sondern manchmal reicht schon ein leichter Jagd- oder auch Wanderrucksack, um das nötige Material mitzunehmen. Und genau so einen haben wir heute auf dem Rücken. Hat auch einen kurzen, knackigen Namen. Er heißt nicht Pello, kommt von der Firma Herkila. War klar, dass es irgendwas Nordisches ist mit dem Namen Pello. So geläufig ist das ja hier nicht. Ja, der Pello ist ein wirkliches Leichtgewicht. Wir reden hier von 1100 Gramm Eigengewicht. Das ist also wirklich sehr wenig. Wir haben hier eine Mischung aus Wolle und Polyester. Das heißt also wasser- und schmutzabweisend das Ganze. Der Rucksack, auch wenn er klein erscheint auf den ersten Blick, fasst insgesamt ca. 36 Liter. Und das erreiche ich durch verschiedene Fächer und Taschen. Wir haben also hier vorne eine Tasche. Man sieht, innen ist halt auch ein schmutzabweisendes Material verarbeitet und die Tasche reicht bis unten hin. Sicherlich groß genug, um zum Beispiel eine große Thermoskanne unterzubringen, die Wechselunterwäsche oder ähnliches. Dafür ist das Fach sehr gut geeignet. Der Zugriff erfolgt über zwei Wegereißverschlüsse mit so einem großen Benzel dran. Das ist ganz praktisch. Ich kann mit Handschuhen öffnen oder einfach mit einem schnellen Griff ist das auf und ich muss nicht lange fummeln. Das gefällt mir immer gut, wenn sowas leicht zu erreichen ist. Um den Sack zu komprimieren, habe ich hier rechts und links so eine Schnalle, die ich verstellen kann. Wenn man zum Beispiel mit dem Rad unterwegs ist, möchte man ja keinen Rucksack haben, der jetzt so tierisch aufbaut. Und wenn ich das hier wirklich zusammen komprimiere, dann wird der Rucksack ganz flach. Natürlich abhängig davon, was ich im Hauptfach untergebracht habe. Das ist nämlich der Reißverschluss hier hinter. Ja, ich erzähle gerade was über die gute Erreichbarkeit und habe natürlich den Zwei-Wege-Reißverschluss so geschlossen, dass beide Ösen hier sind. Das war jetzt nicht so geschickt. Hätte ich die zum Beispiel beide hier oben, dann ist es einfach zu finden. Ich ziehe entweder rechts oder links auf. Das Fach ist schon deutlich größer. Hier passt also auch zum Beispiel eine Decke rein oder auch eine Jacke. Und das Ganze hat nochmal ein Innenfach, wo ich zum Beispiel dann dreckige Wäsche unterbringen kann. Rechts und links habe ich jeweils eine Reißverschluss-Seitentasche. Hier kann ich bequem mein Handy, meine Geldbörse oder andere kleine Ausrüstungsgegenstände verstauen. Damit ich am Rücken nicht so doll schwitze, der Rucksack aber auch gut sitzt, habe ich hier hinten so ein Netzgewebe. Das ist gut, weil dann kann hier die Luft zirkulieren, weil wenn der Rucksack wirklich flach am Rücken anliegt, dann schwitze ich schnell und dementsprechend friere ich unter Umständen auch sehr schnell. Im oberen Schulterbereich ist das Ganze auch nochmal gepolstert und der Rucksack liegt gut an. Und damit er nicht rutscht, haben die breiten, muss man wirklich sagen, sehr breiten sogar, Tragegurte nicht nur so ein Meshgewebe, dass die feuchte, warme Luft raus kann, sondern hier auch noch so eine Gummierung, dass der Rucksack also nicht hin und her rutscht. Damit das noch unterstützt wird, haben wir hier vorne einen Brustgurt, der sich verschließen lässt und unten nochmal einen Bauchgurt. Für ein kleines Modell eines Wanderrucksacks muss man wirklich sagen, hier hat man an viele Dinge gedacht, von der Geräuschlosigkeit des Obermaterials bis hin zum Tragekomfort. Da kann ich wirklich sagen, den kann ich empfehlen. Der ist für kleinere Abenteuer durchaus geeignet. Wir hoffen, der Beitrag hat euch gefallen. Wir freuen uns über Like, Kommentar und Abo des Kanals. Das kennt ihr schon und wünschen vor allen Dingen viel Weihnachtsheil vom Team Winz.